Hey, ciao zusammen, ich begrüße ganz herzlich zu meinem neuen Reisevideo. Heute geht es nicht aufs Bike, morgen geht es ab in eine Stadt auf Frankreich. Sag nicht, wo es hingeht, sind auf jeden Fall gespannt. Ich bin arschmüde und ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal schlafen und wir sehen uns morgen auf der Reise. Peace out. Jetzt sind wir angekommen in Genf, Genève. So, Leute, jetzt steigen wir in den Zug. Jetzt geht es richtig in Paris. Natürlich habe ich auch Instagram-Umfrage gemacht und schaue da mal, wie viele das einfach geantwortet haben. Ist einfach crazy. Ja, und dann sind wir auch direkt schon im TGV gewesen und da sind da 242 schon gefahren. Aber normalerweise fährt er einfach so um die 300 km/h. Das ist einfach crazy. Stell dir da mal vor, 300 km/h, wie schnell im Zug, merkt man es eigentlich gar nicht, aber ist einfach crazy. So, wir haben es jetzt geschafft vom Hauptbahnhof aus. Erster Blick auf Paris. Ja, ganz geil. Wir gehen jetzt erstmal ins Hotel. Und dann schauen wir noch, was wir machen. Aber heute nicht zu viel, aber dann morgen geht es richtig los. So, wir sind jetzt kurz im Hotel angekommen. Room verfolgt. Gleich nachher. Wir gehen jetzt noch kurz irgendwas anschauen. Ganz kurz etwas Kleines, weil wir haben es mittlerweile schon 4:30. Jetzt schauen wir noch was an von der Stadt, etwas Kleines. Und dann folgt Room Tour. Und dann sehen wir uns morgen. Morgen gehen wir richtig entdecken Paris. Ich würde sagen, nehmen wir jetzt einfach auch mit. Ich nehme jeden Tag mit. Und bis out. Also hier in Paris hat man so kein Ticket, so wie man es kennt in der Schweiz, sondern man hat so, warte, ich kann es euch mal kurz zeigen, man hat da wie so kleine Kärtchen, die man einfach reinschieben wie so Dings und nachher können sie wieder raus. Das sind sozusagen wie Tickets, mit denen kann man die ganzen Metros rumfahren und ja, da ist kein Kondukteur oder so, also funktioniert eigentlich alles da und wenn die fliegen halt relativ schnell und ja. Ja, wir sind jetzt heute noch mal kurz in die Stadt gegangen und ich muss sagen, wenn du nie in einer großen Stadt gewesen sind, ist es ganz ehrlich so ein komisches Gefühl oder ein bisschen anders, weil erstens, es hat komplett andere Menschen. Menschen sind einfach anders, es hat hier internationale Leute. Und in der Schweiz ist man halt so gewöhnt, dass halt alle Deutsch reden. Da reden die meisten Französisch und viele halt auch Englisch. Und eben, weil auch viele von irgendwo international gehörst halt so alle Sprachen, das ist erstens speziell, zweitens ist speziell, dass halt, also wir sind sich in der Schweiz, wir haben halt alle uns sehr, sehr gewöhnt an, ja, sehr komfortabel und sehr super und alles so Zeug. Und das ist halt da eher weniger der Fall. Also klar, es gibt Länder, wo es noch ganz extrem ist, wo es gar nichts hat. Da ist halt schon relativ gut, aber ich bin mir halt sehr, sehr super gewöhnt von der Schweiz. Darum ist die Menge auch noch ein bisschen komisch, vor allem gerade an den Bahnhöfen ist es ein bisschen hässlich. Und ja, was mir auch aufgefallen ist, es hat hier in Paris sehr viele dunkelhäutige Menschen. Da ist mir jetzt auch besonders aufgefallen, nicht gegen dunkelhäutige Menschen, aber da ist mir halt auch sehr aufgefallen. Ja, heute sind wir noch in der Sacre gegangen, sehr eindrücklich gewesen, weil das ist so ein Gebäude, so ein Berg oben. Da hat man die ganze Stadt, auf die ganze Stadt hinschauen können, das war sehr eindrücklich gewesen. Aber ja, ich würde sagen, morgen geht es weiter mal und gehen wir, glaube ich, Louvre anschauen. Und noch zum Beispiel tun wir nicht mehr natürlich mit. Ich sage jetzt gar nicht erstmal schlafen in einem wunderschönen Bett. Und ja, gute Nacht, wir sehen uns morgen. So, jetzt kommt zu der Route. Da ist der Eingang. Sorry. Ich habe jetzt erstmal einen fetten Spiegel. Da sind wir das Vlogger-Setup. Und da habe ich noch eine zweite GoPro dabei. Kommt man da direkt ins Schlafzimmer. Da ist ein Doppelbett. Da schlafe ich. Geile Fernseher, noch ein zum Fernsehen. Da noch ein so Setup-mäßig, aber bin relativ schmalspur unterwegs. Und ja, das Allergeilste von dem Hotel ist, dass es so geile Teppich hat.
Aber was auch sehr, sehr geil ist, ist einfach die Aussicht. Klar, es gibt immer geilere Aussichten. Aber was ich schon lange mal will, ist auf eine Stadt runterschauen. Und ich kann es nicht so wirklich von ganz weit oben runterschauen, aber das gefällt mir auf jeden Fall auch. Da ein bisschen in. Ja. Ja. Ist ein bisschen laut. Aber ja. Heute gehen wir zum Eiffelturm und gehen wir noch ins Louvre, aber wir ins Louvre gehen wir nicht rein. Auf den Eiffelturm eventuell schauen, aber schauen noch nicht fix. Wir haben jetzt gerade etwa 2 Stunden Saarst auf den Eiffelturm. Endlich haben wir es jetzt geschafft, jetzt gehen wir dann gleich durch. 2. Etage. So viele Leute hat es. Ja, also wir gehen jetzt steigen runter. Die Jungs da oben, die sind da gerade am Malen. Also das ist wirklich crazy. Und ja, die Aussicht ist schon mega. Ja, jetzt gehen wir wieder runter, jetzt gehen wir noch irgendwo anders hin. Krass, da war schon der Hitler und schon mächtige Menschen. Ja, einfach krass.